technische Details. Aufgebaut wurde das Fahrzeug ursprünglich vom Bund auf einem Ducato Fiat in Allradausführung Baujahr 2001. Der Messleitwagen ist seit 2003 bei der Feuerwehr Ellefeld stationiert. Ursprünglich verfügte er über eine umfangreiche Messtechnik für atomare und chemische Stoffe. Zusätzlich befand sich ein Laptop mit einer Gefahrstoffdatenbank und einer Software für die Ausbreitungsberechnung von Gefahrstoffen mit an Bord. Schutzanzüge sowie weitere Ausstattung komplettierten die Beladung. Im Zuge einer Umstrukturierung in den Katastrophenschutzzügen wurde die Messtechnik rückgebaut und die Computerperipherie erneuert. Das Fahrzeug dient übergangsweise als reines Einsatzleitfahrzeug, bis in naher Zukunft ein neues Fahrzeug als Messleitkomponente vom Bund geliefert wird. Abschließend noch ein paar Worte zum Betrieb des Fahrzeuges. Alle Kameraden, die auf diesem Fahrzeug mitwirken, leisten zusätzlich zu der laufenden Feuerwehrausbildung Dienste und nehmen ein Fortbildungslehrgang für Gefahrgut an der Landesfeuerwehrschule Sachsen im Nord teil. Das Fahrzeug kann ab Abbruch funkreisweit und über die Landesgrenze hinaus zum Einsatz kommen. Noch ein paar Worte in eigener Sache. Das Fahrzeug war bereits heute Morgen in einer Katastrophenschutzübung des Funklandkreises integriert. Noch einmal hier öffentlich mein Dank an die Kameraden, die...